So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den wunderbaren Seleukiden. So, wir haben uns entschieden, dass wir jetzt mit der Armee, also mit der Armee haben wir jetzt mal unsere Hauptstadt wieder entbelagert, also befreit, und jetzt werden wir mit der hier so einen Schlenker machen, Dora einnehmen, nach Aduma gehen. Mit dieser Armee werden wir hier runtergehen und Nabatea dann auslöschen. Die da wird sich neu aufbauen, weil, also ich würde in Nabatea dann, ja, soll ich jetzt schon angreifen, weil Sabba ist hier ziemlich am Sabbern. Dementsprechend. Genau, und Bürgerkrieg könnte auch bald passieren. Was extrem kacke ist. Wie alt ist die? 42. Ah, hier, Ehemann. Okay, den General müssen wir dann auch. Warte mal. Soll ich die Armee wegschmeißen? Wieso kann ich nicht zurückziehen? Ja, naja, dann. Ups. Hä? Wieso kann ich. Hä? Na gut, dann muss ich das spielen. Hä? Wieso kann ich die nicht zurückziehen? Ist doch voll bescheuert. Gut, dann versuche ich den General zu töten, aber der muss sterben. Wobei, ich kann den ja selbst töten. Das ist ja praktisch. Das ist ja mega praktisch. Okay, also ich muss die da ausspielen. Also die. Na? Die Piken muss ich ausspielen. Die anderen sind keine Probleme. Die machen mir keine Probleme. Meine Idee ist jetzt, dass ich die königliche Kavallerie, die wird auch ein Problem. Weil die ist ziemlich gut. Aber die muss ich halt ja dann so lange malträtieren, bis sie tot ist. Und die anderen, ja, die übernehmen die Elefanten. Am besten wäre eigentlich auch, dass die Elefanten, also zumindest die da, dann bei denen helfen. Wieso bist du so langsam? Echt komisch, dass der so langsam ist. Okay,
Okay, der versucht echt, seinen General zu schützen. Das ist echt lobenswert. So, aber ich will versuchen, der General. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ernsthaft? Was für Ärsche. Unser General wird angegriffen. Ja, nun, ihr könntet mal anfangen zu chargen, ne? Also. Okay, das ist gerade ganz gut. Das sind die Hopliten. Okay, jetzt fängt's an, so. Der feindliche General ist. Das ist schon mal sehr gut. Hier kommen die Pikiniere. Ich glaube, einen Charge da rein kann ich mir noch leisten. Und zwar jetzt. Okay, wieder raus. Ah, er fängt schon an zu weinen, der Arme. Okay, wohin schaut er? Zu denen, okay. Dann schaut er zu. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. So, schön ein Sandwich. Wieder raus, schnell. Bevor die Idee verlangsamen machen. Haben sie schon angemacht. Wunderbar. Aber die fliehen schon. Okay. Das war's. Bisschen fortfahren. Oh, warte. Scheiße. Nein, ich wollte den eigentlich töten. Ah, ich war jetzt mittendrin. Jetzt einfach mittendrin und habe vergessen, dass ich den töten wollte. Nein. Und ja, wenn die nicht routen, dann ja, kann ich die auch nicht töten. Das wusste ich nicht. Hatte ich vergessen. Schlecht. Okay. Von ihm jetzt ist er auch noch befördert worden und zwar richtig gut. Wenn ich das. Nee. Der alleine könntet ihr zermalmen. Das bringt auch nichts. Schade. Schneller, ihr Verfluchten! Ich fürchte, das können wir nicht. Wir können diesen Befehl nicht ausführen. Kommandant! Ja, okay. So, damit hier das auch ein bisschen sicherer ist. Und das war's. Noch nicht. Schrecken, die Clown und die Verteidiger. Ja, ich bin mal gespannt, ob die Verteidiger jetzt wirklich, ob jetzt wirklich ein Bürgerkrieg ausfällt.
ausfällt. Wörter. Okay. Ich mach das mal nicht, weil das da ist ein goldener Elefant. Aber ich glaube. Ah, sie können noch. Sogar sehr weit. Ja, jetzt können sie auf. Mit Gewaltmarsch kommen sie nicht weiter als, keine Ahnung, zum nächsten Kiosk. Ah, das ist gut. Und sobald die irgendwie fliehen, da kommen sie bis an die Arktis ungefähr. Ja, ja. Und jetzt kommt noch der da, der Hübsche. Hat natürlich geschafft. Ich hoffe, dass er keine Einheit zum Fliehen gebracht hat. Umsturz. Garnison. Garnison. Dieser Arsch. Und Sezession auch noch. Welche Einheit? Was nervt so extrem? Ja, und wie? Der kommt nirgendwo hin. Wieso? Ist mir jetzt. Okay, eine Frage. Ist das jetzt ein kleiner Spion, ein kleiner Würdenträger, der den Weg für eine komplette Armee. Alter, der will mich doch. Der blockiert jetzt die komplette Armee. Na gut, dann greife ich halt hier an. Meine Güte. Wenn du so ein Arsch sein willst, geh. Oi. Was. Ja, Beginn, ja, nee. Ja, toll. Ja, das ist Herz allerliebst gerade, was hier passiert. Aber das hier unten ist kein Problem. Also klar, die Rebellen, die fangen jetzt an langsam zu stressen. Das ist aber in dem Fall nicht so ein Problem. Das hatte ich ja letzte Runde schon gemacht. Jetzt habe ich minus 3 Nahrung, das ist blöd. Jetzt habe ich hier, habe ich auch. Ai. Wieso konnte ich hier nicht. Ah, ich hasse die Agenten. Ganz ehrlich. Die nerven nur. Vor allen Dingen, also, klar, es ist praktisch, wenn man scouten kann. Es ist praktisch, wenn man irgendwie bei einer Stadt irgendwie das Tor öffnen kann, wenn man belagert. Das finde ich alles cool. Aber dass man bei feindlichen Armeen so ein krasser Attentäter sein kann, dass man den General töten kann, dass man Einheiten wie sagt man das so? Ja, zum Wegrennen, zum Wegrennen erbringen kann, mit Geld. Vor allem, wenn das irgendwie frische Einheiten sind, okay, wenn es Söldner sind, okay, also Söldner hätte ich überhaupt kein Problem mit, weil das ist ja mehr oder weniger das, was sie machen, so ungefähr. Aber wenn irgendwie, also ich hatte es so häufig, also unzählige Male, dass irgendwie entweder
sau viele von meinen Generälen getötet worden. Und dass so goldene Einheiten, also richtig geile Veteranen, dass die dann auch weggelaufen sind. Das passiert nicht. Also, nein. Welche Veteraneinheit würde das machen? Also, naja. Gut, also, hier, das erklären wir gleich. Hier oben wird es jetzt so ein Mega-Problem. Weil meine Armee ist dadurch, dass sie hier nicht vorbei konnte, wegen einem Menschen, konnte ich ja meine Hauptstadt nicht schützen. Das heißt, nächste Runde können die da und die da die Hauptstadt angreifen. Ich kann mit der Armee nicht hier schützen, weil dann fällt die Armee und meine königlichen Ställe fallen. Mit der Armee. Wieso ist da nur eine? Das sind doch zwei. Achso, ja, die zweite ist hier oben. Okay. Mit der Armee kann ich nicht gegen die. Das ist die. Der wird gar nicht angezeigt. Okay, mache ich nicht so. Also, mit der Armee kann ich nicht gegen die Rebellen gehen. Weil dann holen die sich das. Wenn ich hier hingehe, dann werden die vielleicht fliehen, hoffentlich nach da. Und dann kann ich hinterher. Und dann kann ich alle drei platt machen. Wobei, alle drei platt machen werde ich wahrscheinlich nicht können. Wobei. Ja, der da hat viele. Warte mal. Ich will mal wissen, wie die aussehen. Sehr viele Kavallerie. Sehr viel Kavallerie. Ja, wobei, also hier die Garnison ist eigentlich so gut. Die haben drei Pikenier-Einheiten, zwei Hügel, drei Speerträger. Ja, das läuft gerade echt schlecht. Also vor allen Dingen, dass jetzt auf einmal die Familie wegbricht, ne? Die eigentlich normal immer positiv auf mich zu sprechen war. Und hier kommen jetzt auch noch mal drei Fürstenarmeen. Hier eine. Ja, wobei, ja, gegen die könnte ich sogar verteidigen. Ja, wobei nicht mit denen. Naja, zusammen, also die drei Pikeniere zusammen sind eine Pikeniereinheit, so ungefähr. Aber da ist jetzt niemand mehr drin, ne? Ich hätte den töten sollen. Wieso habe ich das vergessen? Ah, das ist mega schlecht. Gut, nichtsdestotrotz werden wir die 10.000 werden wir kämpfen. Oh, der flieht nicht? Das ist sehr gut. Die Frage ist, ob ich das spiele. Ich glaube, das spiele ich. Damit ich weniger Leute verliere und ich will den komplett auf, also so krass wie möglich dezimieren. Und das kann ich eigentlich am besten, wenn ich es selbst spiele. Ich schau mal, das ist irgendwie, ja, Nebel ist ganz gut. Nebel ist ganz gut. Gut. Am besten wäre natürlich Regen, aber ja, nee. Das ist hier, glaube ich, nicht. Oh. Okay, der hat sich auch sehr breit aufgestellt. Rechts, auf seiner rechten
Schütze ist ein General. Ich mache es ja wie immer. Die werden hier so gemacht. Dann die da kommen am besten auch auf meine rechte Flanke. Die kommen hier hin. Ich tue nochmal alles irgendwie weg. So. Also, die da. Ja, was sollen die machen? Am besten wäre, wenn ich die auflöse. Am besten wäre, wenn ich die auflöse, weil Fernkämpfer alleine sind echt gefährdet. So. Die kommen rechts. Leichte Kavallerie. Die kommt auch rechts. Wobei, wo sind seine Plänkler? Hat er gar nicht, das ist gut. Okay. Die Asrat und die Agema kommen links gegen seinen General. Die da kommen rechts hin. Und zusammen mit denen, die da außen. Die da kommen auch hier hin. Gegen die Kamele. Mit Plänkler-Modus. Und die da fahren einfach so durch. Gut. Okay. Was sind das für welche? Steinschleuderer. Stammeskrieger. Ja, die sind gefährlich, okay. Stammeskrieger, okay, nur einmal Steinschleuderer. Das sind alles, nee, das sind nicht alles dieselben. Wüstensperrträger, Söldnerkämpfer, Herbanner, okay. Dann kann ich mich komplett auf meine linke, auf seine rechte Flanke konzentrieren, weil hier sind nur die Herbanner. Die sind leichte Ziele. Okay. Dann versuche ich mit den Elefanten Richtung hier eine Bresche zu schlagen. Meine Sichelstreitwegen werden hier so eine Runde machen. Die da werden von außen hier gegen seine Kavallerie gehen und meine linke Flanke wird sofort auf seinen General gehen. Versuchen den zu plätten. Okay, dann mal. Nicht so schnell. Dann fange ich mal langsam an. Okay, hier so. Der bewegt sich. Okay. Ist gut, dass er sich neu formiert. Das ist eigentlich sehr gut. Dann gehe ich. Jetzt habe ich verstanden, dass der General weggeht. So. Unser General wird angegriffen. Okay, dann machen wir schon mal hier Lab an. Dann hier so, die da fahren durch. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Sich zu unserem Gunsten. So, Streitwagen, kümmert euch mal hier rum. Die kommen hier hin, die kommen dahin, straight rein. Ihr kümmert euch mal hier rum.
Okay, der hier. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Oster. Ihr kümmert euch darum. Hier fortfahren. Schade, dass er so nah an der Kante war. Los. Schneller. Okay, aber die haben alles aufgesaugt, die Staubsauger, die Rasenmäher. So. Ja, bis auf den ist eigentlich alles gut gegangen. Ja, aber da sind so viele weggekommen. 78 habe ich verloren und der 1925. Ja, läuft. Ja, da sind so viele. Ja, ich habe das ging alles zu schnell. Der hat ja gar nichts ausgehalten. Das ging alles viel zu schnell. Ich könnte jetzt komplett vernichten. Mache ich. Oh, sehr gut. Jetzt kommt die Verstärkung. Sehr gut. Aber das spiele ich erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann bei dem Kampf zwischen die 501. und die Bronzekrieger und die Krieger der Sonne. Dann machen wir das auch. Bye bye.